Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute habe ich vor, Chili con Carne zu machen. Habe nicht alles direkt da, so wie es im Rezept steht, aber abwandeln ist ja immer möglich. Das eigentliche Rezept kommt aus dem Kochbuch Leicht und lecker? Nein. Einfach lecker. Irgendwas mit lecker was. Und mein Satz ist einfach immer am Anfang, dann fangen wir mal an. Und dabei will ich es auch belassen. Also als erstes, im Rezept steht Chilischote, habe ich jetzt nicht da. Ich tue jetzt noch einfach ein bisschen Chili-Gewürz rein, Chili-Pulver. Ich fange an mit einer Zwiebel und zwei Knoblauchzehen. Das Ganze kommt in den Mixtopf und 3 Sekunden Stufe 8. Dünsten wir das Ganze an, brauchen dazu 30 Gramm Öl, Deckel drauf und angedünstet wird das Ganze 2 Minuten, Aroma Stufe 1. Die 2 Minuten sind gleich rum. Jetzt. Puh. Ganz schön stark. Die Zwiebeln und die Knoblauchzehen sind jetzt angedünstet. Jetzt kommt das Hackfleisch dazu. Im Rezept steht 400 Gramm Rinderhack. Ich habe jetzt 600 Gramm Schweinehack. Boah, ist das scharf. Wir stellen die Zeit ein, 5 Minuten, Varoma, Linkslauf, ganz wichtig, denn wir wollen das Hack ja nicht zu sehr oder nicht zerkleinern, sondern nur rühren. Und das Ganze jetzt auch nur auf Rührlöffelstufe. Also dann bis gleich. Also Zucki. Jetzt kommt dazu Paprika. Da ich nicht mehr die gewünschte Menge Paprika habe, wie aus dem Rezept, 2 Paprikaschoten, habe ich mich entschieden für eine Paprika, eine Frühlingszwiebel hatte ich noch und 4 Gewürzgurken. Also rein damit. Das Ganze wird jetzt zerkleinert und zwar 8 Sekunden. Die Linkslauftaste wieder rausnehmen bitte und Stufe 4. So, das Ganze ist jetzt schön zerkleinert. Ich kann es euch nochmal zeigen. Könnt ihr sehen? Jetzt kommt der Rest dazu, die übrigen Zutaten. Und zwar los geht's mit 100 Gramm Rotwein. Wasser. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder.
Heute mal mit Kamerafrau Lena. Danke fürs Festhalten, Lena. Die 20 Minuten sind rum. Ich hatte jetzt gerade leider das Problem, dass beide Akkus leer waren, von der Kamera und auch von meinem Handy. Deswegen wiederhole ich nur noch mal alles, was ich nach den 50 Gramm Wasser eingegeben habe. 50 Gramm Tomatenmark kamen noch dazu, eine Dose stückige Tomaten, zwei Dosen Kidneybohnen, ich hatte jetzt nur eine, habe dann einfach eine Dose Champignons genommen und eine Dose Kidneybohnen. Dann kam eine Dose Mais dazu, zwei Lorbeerblätter, ein Würfel Fleischbrühe, 1,5 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Pfeffer. Und da ich am Anfang die Chilischote nicht reingegeben habe, habe ich einfach so diesen Chili-Würzer genommen. Als dann alle Zutaten drin waren, habe ich den Thermi eingestellt auf 20 Minuten, 100 Grad, Linkslaufstufe ganz wichtig und Stufe 1. Und da sind wir jetzt gerade und jetzt schauen wir mal. Das sieht doch gut aus. Geschmacksprobe. Heiß. Nicht jetzt eine Großaufnahme. Oh, man kann den Rotwein riechen. Dafür noch ein bisschen schärfer. Ist ja schließlich eine Chili con Carne. Nur noch mal kurz mit dem Spatel umrühren. Das sollte reichen. So, dann warte ich mal darauf, dass mein Mann kommt. Die Kinder sind schon da. Dann können wir gleich essen. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal. Eure Tammy Maus. Tschüss.